Da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Mal wieder nur ich, weil niemand Zeit hat. Dann geht's ab nach Elysium. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Cool. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie. Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern, sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Schön. So. Abgeschlossen. Keine Antwort. Kann ich mir nicht die Zimmertür angucken? Warte, was ist denn hier? Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau 2 Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Ach so. Das könnte er. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp, zu spät. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich mach erstmal was. Ich bin Rufus. Und das gibt dir die Erlaubnis, einfach so in fremde Zimmer einzudringen?
Das wurde rechtlich nie geklärt. Hauptsächlich, weil das Gerichtsgebäude abgebrannt ist. Dass sich diese Jungs aber auch immer so viel Puder auf die Perücken hauen müssen. Ha? Es ist mir egal, wer du bist. Ich möchte von niemandem gestört werden. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Egal. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räumen bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Moment, da war doch welches. Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich's dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt. Ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So, und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Hm. Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein. Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Na los, hopp, da kann's. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Laster Kanaster, renn. Sehr gerne. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht. Nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham. Ja, klar. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist. Ja. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Was können wir machen? Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und? Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Autsch. Bleib da an der Tür. Ich dachte, ich soll... Ja, richtig.
verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und spirituelle Superkräfte erlangt. What the heck? Hey, ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig, verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Also, ich gehe wieder rein. Also, irgendwie kleiner Backe. Bucke. Hey, ich dachte, ich soll... Ja. Kannst du dich... Ja. Er braucht keine Weltlicht voraus... Ja, weißt du das? Er braucht keine Welt voraus... Shampoo. Er braucht keine weltlichen Besitztümer vorausgesetzt. Hey, bleib da. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Kannst du dich... Hey. Ich dachte, ich soll... Ja. Kannst... Ah, cool. Naja. Ins Fragezeichen. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Gut gemacht, Rufus. Gut. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan, das ist nicht mal verrückt, das ist maximal milde merkwürdig. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Warum können wir das nur angucken? Ja. Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Gold. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Flubidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Cool. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich... Gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Der braucht schon Werkzeug.
wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Deine Mutter. Ah, das ist ein sehr witziger Typ. Also. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Deine Mutter. Meins. Steck dir alles ein, genau. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Oh. Unbemerkt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Tauschen wir die mal wieder um. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Wir tun das Rufus irgendwann nochmal an, wenn er Lust hat. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. So, Klinge. Ich bleibe lieber in Deckung. Dann bleibst du lieber in Deckung. Puh. Das sieht mir sehr komplex aus. Ich will einfach mal alle blau machen. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Mal gucken. Es könnte ja einfach sein. Müssen alle auf blau bekommen. Was macht der hier jetzt? Geschafft, Rufus. 1, Entropie 0. Ah, ich bin gut, ne? Ich bin so ein Pro Staub. Haha, Gesundheit. Salz. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Nom nom nom. Wieder zurückkommen. Keine Ursache. Zu spät. Der Pelikan hat. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent.
Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Was tun wir jetzt mit der Mülltonne? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Cool. Egal. Ich mach mal kurz einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.